Eiskönigin, eine Geschichte über die Suche nach dem Ich und über das Gefühl, wenn man sich selbst endlich gefunden hat. In Hamburg feiert das Musical am 8. November auf einem eisblauen Teppich Deutschlandpremiere. Und welcher Promi-Gast könnte besser davon erzählen, wie es ist, sich selbst zu lieben, als Daniela Büchner? Das Wichtigste ist, dass wir Frauen einfach begreifen, wir sind gut so, wie wir sind. Ob mehr oder weniger Kilo, wir können alle schön sein. Ich meine, schaut euch an, ich bin geschminkt worden, wie schön ich mich fühle, wenn Mami alleine ausgeht. Für die Premiere wählt der Goodbye Deutschland-Star einen seriösen Hosenanzug. Doch darunter trägt Dani nur einen BH. Ganz schön gewagt, aber die Fünffachmama ist stolz auf sich und ihren Körper und sieht keinen Grund, warum sie ihre sexy Kurven nicht zeigen sollte. Auch ihre Kinder stehen in diesem Punkt immer hinter ihr. Ich trage keine 36, aber ich habe 5 Kinder geboren. Sie finden das gut, weil dadurch bin ich ein Vorbild, meinen Kindern zu zeigen, ihr könnt anziehen, was ihr wollt und machen, was ihr wollt. Genau wie die Disney-Prinzessinnen Anna und Elsa scheint die 43-Jährige mittlerweile genau zu wissen, wer sie ist.